Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei TV N-Tower, N-Tower TV. Was war da denn los, meine Damen und Herren? Mit dabei ist heute Pascal Hartmann. Hallo. Und heute spielen wir Schlag den Raab, das dritte Spiel, meine Damen und Herren. Und jetzt werden wir anfangen, oder? Ja, du hörst. Wir machen aber nicht das klassische System, sondern wir suchen uns 5 Minispiele aus. Und da, wo quasi die meisten Punkte hat, also ist ja dann höchste Zahl 3 Punkte, der hat dann gewonnen. So sieht's aus. Das Problem ist nämlich, wenn wir einen kompletten Durchgang machen würden, dann würde das 3 Stunden dauern. Und darauf habe ich keine Lust, weil das sich wirklich hinzieht wie sonst was. Ja, wir haben gestern Abend schon gespielt und ich bin fast dabei eingeschlafen. 2 bis 3 Stunden haben wir gebraucht. Aber immerhin, mein Spaß. Ich hoffe, ihr habt auch viel Spaß. Das dritte Spiel vor allen Dingen. Also es gab schon mal 2 davor. Eigentlich schon ganz schön krass, wie erfolgreich diese Marke ist, oder? Ja. Ich mein, der erste Teil war sogar besser. Also nicht von Verkaufszahlen mäßig, aber der war sogar mal von New Supermarket of Sweet. Bist du bereit? Ja, ich habe meinen heutigen Vernichtungskurs schon eingegeben. Stefan hat seinen Vernichtungskurs schon eingegeben. So. Okay, so. Wie heiße ich denn? Ich suche mal was mit Y aus. Das ist doch Pascal! Nichts. Nein, du weißt doch, was ich nehme. Ich bin natürlich wieder die Augenweide. Okay, dann suche ich mir auch einen lustigen Namen aus. Augenweide, das ist nicht lustig. Eisbär, ich werfe Eisbär, das ist der Eisbär. Mhm. Kampfzwerg, das passt. Guck mal da, Kampfzwerg. Ist hier ein Sieger dabei? Die Augenweide gegen den Kampfzwerg. Das ist doch eine Augenweide hier. Ein Kampfzwerg. Du dich schlagen. Ein Kampfzwerg ist der zweite, würde ich sagen. Ah, das ist ein Kampfzwerg. Aber okay. Hallo, wir werden sehen, ob du geistig oder körperlich in der Lage bist, hier mitzuhalten. So. Ich bezweifle es. Was wollen wir als erstes nehmen? Wir wissen doch schon, was wir nehmen wollten, oder? Ja. Für den Einstieg würde ich sagen. Was wusstest du gerade? Schätzen? Muss irgendwo hier sein? Bin ich jetzt schon drüber hinaus, oder was? Vielleicht muss man das hier gerade wieder. Oh nein, wir haben es vielleicht nicht freigespielt. Geh mal zurück und geh mal in den Shop oder so und du musst es freischalten. Perfekt vorbereitet. Nein, wir nehmen jetzt das, was da ist. Ja. Fertig aus. Ich habe auch keinen Dings mehr. Du willst also heute Abend gewinnen? Super vorbereitet sind wir wieder. Dann nehmen wir. Wo liegt was? Ja, genau, das ist auch ein sehr schönes Spiel. Und es wird vor allem auch wieder peinlich. Und darum spielen wir das auch. Denn wir sind natürlich noch nicht peinlich genug. Wir sind natürlich gar nicht peinlich und darum müssen wir was dafür tun, dass wir peinlich sind. Soll ich mich schon wieder meine Nase kratzen? Ich finde dich peinlich. Wähle ein Spiel und trainiere bis zum. Stell mal, die Regeln sind klar, die starten ab. Besser. Schauen. Ihr sollt Orte pieksen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr spielt abwechselnd. Es werden bestimmte Orte gesucht, markiert auf einer Weltkarte mit einer Nadel. Oh. Wer am nächsten dran ist, bekommt. Ich mag Kettchen. Wer zuerst 4 Punkte hat. Magst du nicht? Nee, ich mag ihn nicht. Ich mag den davor auch lieber. Dann wollen wir mal. Optenhöfel, wie hieß. Ja, in welcher Stadt stehen die Nana-Figuren von Nikita Sanfal? So, jetzt bin ich schon mal raus. Ich habe keine Ahnung. So, der einer muss mal weggucken. Und dann streckt euch jetzt den Arsch entgegen. Oh, und ich wette, so einige von euch wissen das. Ich habe keine Ahnung. Nikita Sanfal. Also. Okay, du kannst. Ich habe es natürlich hingucken, weil ich meine, ich habe sowieso schon gesetzt. Ich bin gespannt. Die richtige Antwort wäre. Hannover, Deutschland. Oh. Ja, man sieht, keiner von uns war jemals in Hannover.
In welcher Stadt ist das Gericht allerlei eine lokale Spezialität? Hast du schon mal gehört? Ja, ja. Unten drehen, bitte. Du bist. Okay, ich habe keine Ahnung. Allerlei, allerlei. Also auf jeden Fall schon mal Deutsch. Also muss es hier so liegen. Gehe ich mal in die Mitte. Da ist er. Bin ich nah dran? An dir? Richtig ist. Nee, du bist da unten. Ich hab keine Nein! Man muss nur gut raten können. So. Ja. Mehr muss man in welcher Stadt mündet der Rhein in die Nordsee? Oh. Ach, musst du dich umdrehen. Oh Gott. Ich muss auch sagen, dass es gerade ein bisschen ruckelig läuft, die Erkennung hier. Ich muss mal ein bisschen hochhalten. Ah, jetzt geh ich schon. Nein. Nein, da doch nicht. Kriegst du es hin? Ja, gleich. Ich weiß nicht, warum es gerade so ruckelt. Ruckelt doch nicht so. So. Du kannst. Schon nicht easy. Die Nordsee ist es da so oben, über Norwegen und so. Und die korrekte Antwort ist... der Kampfzwerg. Es geht weiter. Sehr aufregend. Ich hätte gedacht, das wäre noch in welche Stadt wird als ewige Stadt bezeichnet? Keine Ahnung. Umdrehen? Mrs. Hartmann? Ich mache mir die Haare so davor. Dann sehe ich nichts. Ewige Stadt. Eine ewige Stadt. Darf's gucken. Dennis weiß nur, wo die ewige Dummheit herkommt. Und zwar aus ihm. Die ewige Stadt, das muss doch. Ernsthaft? Die Spannung steigt. Die richtige Antwort ist. Rom, Italien. Oh. Ich hätte gedacht, das wäre eher so. Eine neue Runde beginnt. Das war knapp. Wo wurde die amerikanische Politikerin Madeleine Albright geboren? Hast du schon mal was von der gehört? Nee. Die amerikanische von Madeleine Albright. Aha. Okay, du darfst. Da, 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 du darfst. Ich weiß nicht. Also, ich denke mal. Wäre doch lustig, wenn die hier wohnen. Frisch aus Moskau, aus dem Trainingslager für Spione. Da siehst du mich wieder an der Nase, das gibt's gar nicht. Ich würde sagen, irgendwo in UK oder so. Ja, also hast du das gerade mit dem Steuerkreuz bedeutet, oder? Dann wir mal. Kann man nicht stehen. Guck mal, jetzt sind wir beide dort. Prag, Tschechische Republik. Oh, dass du näher dran warst. Also wenn es um Glück geht, übrigens, habe ich keine Chance. Wo wurde Margarete II. Von Dänemark geboren? Wahrscheinlich nicht in Dänemark, wenn sie schon so fragen. Boah. Lachen die uns jetzt aus, denken so, oh, ist der dumm! Ja, wir sind beide nicht gerade. Das gucken. Also das jetzt. Ich meine, sie wird sich ja bestimmt eingeheiratet haben, wenn sie schon so fragen. Dass sie wahrscheinlich selber irgendwo von hier oben kommt. Aber Margarete ist ja kein Name, der von dort kommt. Aber ich meine, obwohl es gibt auch in Norwegen, die heißen ja auch Heidi und sowas. Das ist ja auch ein deutscher, typisch deutscher Name.
Habe ich auch noch Margarete? Hab ich nie gehört. Guck mal, die ist Holländerin. Wo liegt das, was wir suchen? Ich sag, die ist Holländerin. Wow. Hier ist sind beide dort. Oh. Doch Dänemark. Ich dachte, das wäre so eine Scherzfrage. Ich wollte erst in Dänemark dann reingehen und ich dachte so, Wo wurde das Endspiel der Fußball-Europameisterschaft 2012 ausgetragen? Oh Gott, keine Ahnung. Das habe ich nicht mehr geguckt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht von mir, wo das war. Weißt du das? Ich weiß es gar nicht mehr. Es war noch Doppelte. War das dort oder dort? Es war Double. Double P. Du bist. Ich weiß es gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Das ist richtig. Dann habe ich schon verloren, wenn es dort in der Nähe war. Ach, natürlich. Oh. Korrekt. Oh, was geil. Kiew. Oh, das war zu weit weg, bitte. Oh. Kleine Nadel. Ja. Oh, hast du die gewonnen. Also, sehr interessiert mich Fußball. 1-0 für mich. Ja, da haben wir uns beide nicht mit Ruhm bekleckert, glaube ich. Mir ist schon etwas langweilig geworden. Nochmal Knöpfchen drücken? Nee, ich würde sagen, es sind wir dann nachher erst, oder? Okay, ja. Oh, Fremdsprachen war keine. Bei mir oder kassieren? Ah, komm her. Ach, noch mehr Rubens. Aber schade, dass das beste Spiel eigentlich noch gar nicht freigespielt ist. Ich bin begeistert. Wir wollten eigentlich Schätzen machen und da haben wir gestern beide noch schlimmer versagt wie eben bei Wo liegt was. Das war schon. Lavieren oder kassieren? Nicht mehr schön. Ja, da bin ich mal gespannt. Ihr spielt gleichzeitig. Ich werde euch Fragen stellen und wer als erstes passt, kann die Frage beantworten. Wird die Frage richtig beantwortet, gibt es dafür einen Punkt. Wenn die Frage falsch beantwortet wird, kann der andere antworten, muss aber nicht. Das ist doch niemals Eltens echte Stimme. Doch. Gibt's gar keinen Punkt. Wenn er richtig antwortet, gibt's zwei Punkte. Der hört sich aber an, als hätte er keinen Bock gehabt, das zu machen. Hat gewonnen. Da bin ich mal gespannt, wie das ausgehen wird. Oh ja. Welcher Fußballnationalspieler holte nach seiner Karriere zweimal den World Bowl im American Football? Nach seinem Karriereende? Im Fußball dann halt. Oh, Mist. Hast du einen überlegt gehabt? Mist. Falsch. Jetzt ist der andere dran. Ich hätte was anderes gedacht. Ich sag nichts. Was hast du denn gedacht? Na, das stimmt. Das ist unlogisch. David Beckham. Der ja, ist, der ist doch der, immer noch im Fußball. Ja, ja, aber der ist ja ins Amerikanische dann gegangen. Der soll das auch schon wissen. Ja, das wird nicht gefallen. Aber im American Football ist das ganz anderes. Oh, Mist, nein! Nein, Mist! Da geht schon los! Was ist denn nicht? Oh, wie peinlich! Hi, Mom und Dad! Ah ja, peinlicher kann ich mich schon nicht mehr machen. Ja. Aber komm, machen wir weiter hier, das wissen wir beide nicht. Wahrscheinlich wisst ihr da draußen das alle. Sieht so aus, als hätte ich da einen Schwachpunkt von euch erwischt. Ja. Jetzt kommt's. Portugiesisch? Englisch. Oh. Englisch? Wo war er? Da tue ich mir ja beim Vorlesen schon schwer. Auf wen geht der Ausspruch? Von Englisch? Warum in die Ferne schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah. Oh Gott. Ich meine, den Spruch kennt man natürlich, aber wer das gesagt hat? Ah, nee, keine Ahnung. Also ich glaube, wir werden 20 Minuten an dem Ding hier sitzen. Punkt für beide, kein Punkt in dieser Runde. Und richtig ist... Bin ich gespannt. Goethe. Goethe. Das ist interessant. Hätte ich nicht geraten. Welchem Volk im Star Wars-Universum gehört der Han Solos wuscheliger Begleiter an? Oh, du als... Star Wars-Fan, das war eine einfache Frage. Werwolf, Melmark. Neue Frage lautet... Ich meine, das hätte... Was verbarg sich hinter dem DDR-Begriff
Schwebedeckel. Ich hab's mal gehört in Geschichte. Schwebedeckel. Ich könnte jetzt abdrücken und Griffe anschauen, aber ich könnte wieder blamieren. Ja, was könntest du denn jetzt was Falsches denken? Also DDR, nicht Dance Dance Revolution, sondern Demokratische Republik, ja? Ja, ich weiß. Ich habe keine Ahnung, ich habe noch nie gehört. Leider gibt es diese Runde für keinen von euch Punkte. So, die Auflösung ist... Wahrscheinlich der Kochtopfdeck oder Frisbee. Ja. Frisbee. Schwebedeckel. Als nächstes stelle ich... Fliegender Wut. Sehr realistisch. Hat Angelina Jolie ihren Oscar bekommen. Oh, war das der? Oh Gott, aber wie hieß der? Ich gehe mal aufs Ganze. Wenn ich das sehe, der. Nein, was? Yes! Der nächste, bitte. Verdammt! Ich dachte, das wäre der gewesen. Boah, ich könnte jetzt raten. Ich dachte, das wäre der gewesen. Nein! warum versuchst du es auch? Was durchgeaufpassen? Nein. Richtig ist. Krass, echt? Hätte ich nicht gedacht. Hört wieder gut hin und macht euch bereit. Aber in Gia sieht man ihre Möpse. Steht das Taj Mahal. Ich bin dafür. Das ist nicht. Ach komm, das kann es aber nicht. Das ist doch. Oh, verdammt. Ist es das oder das jetzt? Ich hätte jetzt das gesagt. Oh, Mist! Punkt für dich! Punkt für dich! Bitte aufpassen und konzentrieren. Es geht weiter. Dennis, konzentrieren. Welche Sprache wird in Argentinien gesprochen? Ah, das war leider falsch. Oh! Augenweide. Zwei Punkte näher am Sieg. Oh! Das war ja nicht schwer. 1-1. Und somit ein Siegestanz. In Quizspielen bin ich überhaupt nicht gut. Und das Beste ist, ich auch nicht, aber ich bin trotzdem besser. Jetzt steht's 1-1, oder? Mhm. Also müssen wir noch ein bisschen zwei machen. So, was ist von Will? Wollen wir das machen? Ja. Oh Gott. So. Warum haben wir eigentlich immer noch das Nunchuck dran? Ja, ich oder ich hab das Nunchuck. Ich hab schon wieder nicht hier die Handschlauf dran. Ich bin schon wieder ein schlechtes Vorbild. Mann. Was soll bloß Nintendo zu dir sagen? Wenn die diese Videos sehen. Was Nintendo zu mir sagt? Die werden sagen, oh, guck dir den an, den stellen wir sofort ein. Ja. Weil er immer wieder darauf hinweist, wie wichtig doch die Sicherheitsbedingungen sind. In diesem Spiel geht es jetzt darum, ganz schnell auf A zu drücken. Ich bin begeistert. Das nächste Spiel ist... Und natürlich so oft wie möglich. Eine Minute lang. Und ich weiß jetzt schon, dass ihr total bescheuert dabei aussehen werden. Ja. Was kann noch? Trainieren und studieren. Komm, das können wir wegmachen hier. Komm. Trainieren und studieren. Dafür habe ich studiert. Gleich Kampf jetzt schon. Ah! Anderen Finger benutzen? Nein. Zeigefinger geht schneller. Dennis, Gewinner. Aber es sind noch so eine halbe Minute. Ich kann nicht mehr. Ah! Ich bin am ganzen Körper verspannt, das könnt ihr euch überhaupt nicht vorstellen. Ich kann nicht mal richtig sprechen, ohne dass ich verspannt bin. Aber ich halte meinen Abstand. Solange ich das schaffe, ist alles in Ordnung. Jetzt aber. Ja, komm. Ah, die Ziele gerade. Ah. Ah. Mist. 25! Bitte. Ich habe aber noch gut aufgeholt eigentlich, guck mal. War denn der Abstand nicht die ganze Zeit gleich? Nein, ich war noch aufgeholt. Weiter hinten. Ich war einmal sogar noch 10 Schritte oder so hinter dir nochmal. Das ist Sport für die ganze Woche. So, 2-1. Shit. Gleich geht's los. Hast du schon mal eine Zacken? Okay, jetzt darfst du jetzt auch so gut sagen. Was willst du machen? Nicht leicht. Was ist das? Dabei warst du da auch schlecht. Nee, stimmt nicht. Da waren wir beide
Vielleicht werde ich jetzt besser. Ich bin begeistert. Ich hätte ja gerne hier den Fehler suchen, weil da warst du schlecht. Was ist das? Oh ja, das hab ich gehasst. Ich bin noch erledigt, Aum. Oh shit. Was ist das? Werde ich Was ist das? Ihr spielt gleichzeitig. Ein unkenntliches Foto wird nach und nach klar. Überspringen. Was? Sobald ihr eine Ahnung habt. Ja, ist relativ einfach, es kommt ein Bild und der, wo es S erkennt, muss Wasser mit A und dann. Denn. Hä? Ich hab nicht erkannt. Ja, versuch's. Boah, hast du Glück gehabt. Ja, das war nur gerade. Ich hab gedacht, das wären Handtücher erst. Ah, siehst du, das hab ich auch nicht erkannt. Ich hab gedacht, das wäre irgendwie so ein Pfahl. Wir machen dann dran sein. Weiter. Nein, ich hab zuerst gedrückt. Bravo. Die Runde kannst du für dich verbringen. Torilla-Chips. Torilla-Chips? Da stand Torilla-Chips. Tortilla-Chips meinst du? Das ist Torilla-Chips da würde ich mich schwer tun. Aber gut. Gorilla-Chips. Torilla. Unglaublich. Dosenverschluss? Ich hätte jetzt Dose gesagt. Aber Dosenverschluss? Ja, es war doch der Dosenverschluss. Ja, gut, aber es ist ja insgesamt auch eine Dose. Hab ich gestern beim Rahmen auch gesagt, am Fenster. Rotig, das stimmt, schreiten wir voran. Mann! Weiter so, jetzt bloß nicht ablenken lassen. Ich hab aufgeholt. Ich brauch nur noch diesen einen Punkt. Drück mir die Daumen. Ich drücke sie mir auch. Was wollte ich? Ach ja. Boah, schon was auf Seil gedrückt. Ich hatte das schon. Ah, das hab ich nicht erkannt. Also ich hätte jetzt auch von den das wird euch Auswahldingern her, aber... Nein! Das war doch die Zange, Dennis. Ja! Ich musste nochmal kurz überlegen, weil das ist nicht ohne Schlüssel. Jawohl, ich kann das auf 2-2 machen, come on. Achtung, es geht weiter. Die Spannung ist unerträglich. Ja! Mal sehen, ob die Gegenseite dafür mehr weiß. Ach nein, es sind auch nein. Die werden ja. Du musst jetzt nichts machen, weil schon gewonnen. Das war ja. Nicht. Ich weiß, ich hatte das zweite. 2-2. In diesem Fall wäre das richtig. Stachelbeeren. Oh, Kirschen. Das von Kirschen? Oh, mies. Ich dachte, das wäre so eine. Ja, das ist auch gewesen. Kampfzwerg. Du hast was ist. Boah, das war gemein. Ah gut, jetzt kommt's auch an, war Finalspiel. Ja, 2-2. So, Stefan, die Show geht gleich. Okay, ich würde sagen, dann nehmen wir... Bin ich der festen Überzeugung, dass ich heute unbesiegbar bin. Haben wir das schon? Nee. Nein. Er macht das auch ganz cool. Wer weiß mehr? Okay. Das habe ich jetzt zum Beispiel noch nicht gespielt, also ich bin sehr gespannt. Also Dennis hat jetzt schon mal den Heimvorteil. Damit es spannender wird als nächstes... Bringt ja aber nichts, wenn ich das trotzdem nicht weiß. Ja. Aber ich meine, Fußballer haben auch immer Heimvorteile und sowas. Aber das ist auch nichts. Willkommen im härtesten Trainingscamp der Welt, dem Schlag den Raab Übungsmodus. Ich fühle mich auch richtig physisch und psychisch darunter. Welcher dieser Comics wird von Carlsen verlegt? Von Carlsen? Richtig. Ich überlege, ob Dragon Ball von Carlsen ist. Also, ich hatte ja damals die Dragon Ball gehabt. Ich glaube, die war von Carlsen. Aber das sind schon ganz schön aktuelle Sachen bei, oder? Bakuman? Kampf. Ja. Geraten Joghurt oder gewusst? Kenn ich nicht. Es stimmt. Ich glaube, ich hab, das müsste auch von Carlsen sein. Richtige Antwort. Timon Struppi. Nee, Masopilami? Mickey Mouse, nein. Elfenlied. Kampfzahl. Ich hätte als nächstes so falsch, da bin ja sogar ich vor Scham. Halt diese ganzen Comics halt. Also wer wird die nächste? Benjamin hätte das sicherlich jetzt gewusst. Er hat gesagt, nein, nicht Dennis. Serien gehört zu den 20 erfolgreichsten überhaupt. Boah. Okay, aber da steht Min-Serien. Was sind Min-Serien? Ja, Miniserien. Miniserien, okay.
Den erfolgreichsten 20 überhaupt, okay. Das ist ja krass, da sind vor allem auch schon wieder so viele aktuelle dabei. Mhm. Da weiß man wirklich nicht. Und das Boot, du bist übrigens dran, ja? Oh! Danke. Ich kenne mich ja nicht aus. Stimmt! Ich hätte jetzt das gesagt. Ja, das war richtig! Ist übrigens eine sehr gute Miniserie. Das kann ich dir empfehlen. Gut gemacht! Du redst einfach. Ja, ich weiß, ich kenne mich ja nicht aus. Da kennt sich wer aus. Also ich gehe immerhin danach. Was ich halt schon mal gehört habe und was sicherlich sehr erfolgreich Kannst ist. Spartacus hätte ich als nächstes genommen. Aber ich wusste nicht, dass das Boot auch eine Serie ist. Das ist ja nur der Film. Wer gehört zu den 12 erfolgreichsten Torschützen der UEFA Champions? Da können wir beide nur raten, glaube ich. Warum? Weißt du das? Also der schon mal nicht, so. Naja, ah, kann ich ja schon mal hier mit Sicherheit. Den kenne ich. Super. Weiter so. Bravo, richtig. Wieso will ich gerade bei dem Listerball was zu spielen, aber das ist ein Trainer. Und der Engel, der ist doch viel zu jung, als dass der das wäre. Guck mal, der hat so einen Namen. Augenweide, das ist korrekt. Ich bin ja ein Naturtalent. Naturtalent im Raten. Das ist korrekt. Aber das ist doch ein Spieler. Ach, hallo, war ich cool. Boah, jetzt wird's auch langsam schwer, muss ich sagen. Der Dirk wird bestimmt jetzt alles wissen. Oh, das ist aber hart. Erfolgreich sind Torschützen. Ne, der wahrscheinlich nicht. Augenweide. Ist ein Torwart. Meilenweit von der richtigen Antwort vorbei. Aber da hätte ich ja... So. Das wäre nur noch raten. Okay, Enke und Kahn hätte ich nicht. Welcher der folgenden ist ein Asteroid? Oh, boah. Oh ja, das ist schön. Das ist ja nur noch raten. Das blöd, das schreiben wir so mal. Okay, ich nehme so easy. Oh, die Antwort dann ist. Dann nehme ich. Halle. Oh. Das ist ein Komet. Leider. Oh. Oh. Echt? Oh. Helikomet. Es geht weiter. Oh nein. Welche Mannschaften kamen bei der Fußball-WM 2010 ins Achtelfinale? Ich meine, ich habe es zwar geschaut, aber das vergesse ich doch sofort wieder. Das muss ich nochmal überlegen. Das vergesse ich doch sofort wieder. Also, sowas merke ich mir doch gar nicht. Klasse! Richtig! Tja, ich weiß es auch. Und zwar, dann fangen wir mindestens das Achtelfinale. Als richtig. Absolut richtig. Stimmt auch. Bei Japan bin ich mir sehr unsicher. Ja. Kroatien auch, Schweden auch. Ghana war auch noch dabei. Stimmt, das war die große Überraschung gewesen. Mhm. Diese Antwort war gut und richtig. Das wird jetzt immer knapper. Uruguay. Uruguay. Und diese alte Simpsons Game. Die haben, glaube ich. You are gay. Die haben, glaube ich, gegen Deutschland gespielt und dritten Platz. Na, es geht doch. Nee, aber lustig, aber wenn die weitergekommen wären. Falsch. Doch, ja, von weiter. Ich kann okay. Antwort sagen und USA ich stelle auch die Frage auch dazu. Eine neue Runde beginnt. Aber es wird wieder knapp. Nenne die der Einwohnerzahl nach 10 größten Städte Afrikas. Oh Gott. Schön. Würde ich diese Antwort nicht kennen. Das hat sich bei mir Danke, für das. Danke, dass du mich hast gewinnen lassen. Und ich würde sagen, damit beenden wir jetzt dieses Tower-Duell. Ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß wie wir. Und ja, hallo, ich noch was sagen, komm, Verlierer. Schlag den Gietchen. Na, wer darf's denn sagen? Ich reiß dir dann das Herz raus, so wie auf dem Kiefer. Tschüss. Ciao. Dieses Video wurde gesponsert von Harpack.